Ja, dann schön, dass Sie alle hier erschienen sind zu der Pressekonferenz. Manche auch aus dem weiten, weiten Süden. Wir haben gestern einen neuen Vorstand gewählt. Die Zahl der Beisitzer ist heute Morgen noch entschieden worden, ist vorerst auf null festgesetzt. Null? Ja. Also es gab dann die Option, bis zu 4 Beisitzer zu wählen. Die Versammlung hat dann entschieden, dass wir also keine Beisitzer wählen möchten in dieser Amtsperiode. Haben jetzt also folglich einen Fünfer-Vorstand, der sich gleich am besten erstmal selbst vorstellt. Aber ich habe noch was zum Auflockern mitgebracht. Der Klassiker, jeder darf einen Luftballon aufpusten. Geht auf Zeit. Auf Zeit? Hey, ich komme zu Fenster an. Ja, natürlich. Achso. Ja, alle mal auf Start zurück. Ja. Ich bin Raucher. Die Plättenberger sind fertig. Los. Zum Platz bringen oder? Was schon wir lachen. Haben wir jetzt durch. Das wäre natürlich eine Idee gewesen. Ja, okay. Also mein Name ist Tumay Kamler Assad. Ist das schon an? Ja. Okay. Also mein Name ist Tumay Kamler Assad. Ich bin 37 Jahre alt, komme aus Marburg, bin seit August 2009 bei den Piraten, war vorher Kreisvorsitzender, seit 2010 vom Kreisverband Marburg-Biedenkopf, bin dort auch nochmal dann bestätigt worden, bevor ich dann das letzte Jahr bei dem alten Vorstand zum Vorsitzenden gewählt wurde. Vor einem Jahr genau, oder, nee, einen Monat weiter oder davor so rum. Ja, und bin nochmal angetreten oder man hat mich gebeten, nochmal anzutreten, weil ich ursprünglich nicht vorhatte, nochmal anzutreten, um mehr aktiv politische Arbeit hier bei den Piraten machen zu können. Und nachdem ich aber von vielen Hessen oder hessischen Piraten die Unterstützung erfahren hatte, bin ich halt nochmal zur Wahl angetreten und ja, man hat mir halt dann nochmal das Vertrauen ausgesprochen. Jo, gehe ich jetzt mal weiter, mein Stellvertreter. Ja, ich bin der Christos Fingeludis, komme aus Bad Wildungen hier im Kreis Waldeck-Frankenberg, bin dort selbstständig, habe vorher im Kreis als zweiter Vorsitzender gearbeitet, das Amt inne gehabt und hatte mich ja gestern aufgestellt und habe die Wahl relativ, also eine spannende Wahl und ich freue mich halt darüber, dass ich gewonnen habe und will tätig und aktiv hier sein. 39 bin ich, genau. Wer kommt? Ja, ich bin Lothar Kraus, 45 Jahre alt, komme aus Frankfurt, vom Beruf Softwareentwickler in einer mittelständischen Firma. Seit Februar 2009 bin ich bei den Piraten, war dann erstmal bei der Gründung vom Kreisverband Frankfurt am Main im April 2010 bin ich dort zum Schatzmeister gewählt worden und dann im September 2011 zum ersten Mal als Landesschatzmeister gewählt worden und bin jetzt hier wieder erneut angetreten und wieder gewählt worden, wobei man dazu natürlich auch sagen muss, als einziger Kandidat, das ist halt Schatzmeister, ist ein Job, den macht keiner so wirklich gerne. Wenn man einen gefunden hat, dann ist man froh. Aber ich denke mal, dass ich da auch von der Basis her gut bestätigt worden bin. Von daher bin ich zufrieden mit dem, was da passiert ist. Mein Name ist Christoph Zerbe, ich bin 44 Jahre und ebenfalls Softwareentwickler. Ich bin seit 2009 Pirat, seit Juli 2009 und
Gründungsmitglied des Kreisverbandes Wiesbaden, seitdem eigentlich immer Vorstandsposten, stellvertretender Vorsitzender, Generalsekretär zurzeit inne gehabt und mich jetzt entschieden, aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt unter dem alten Vorstand eigentlich die Beauftragung des Mitgliedsdatenverwalters hatte, der Judith Seibel-Rotter, die dieses Jahr nicht mehr angetreten ist, nachzufolgen und ihren Job weiterzumachen in der zum einen Teil Mitgliedsverwaltung und im anderen Teil halt des Generalsekretärs der Piratenpartei Hessen. Und freue mich wahnsinnig auf die neue Aufgabe, weil das ist gerade in diesem Jahr nochmal eine richtige Herausforderung. Ja, mein Name ist Sascha Brandhoff. Ich bin auch aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg, war hier bisher erster Vorsitzender des Kreisverbandes. Bin auch Softwareentwickler und bin ja angetreten für den politischen Geschäftsführer, um halt unsere Mandatsträger zu vernetzen, um halt dafür zu sorgen, dass wir inhaltliche Räume schaffen, wo beziehungsweise kreative Freiräume schaffen, in denen unsere Mitglieder Inhalte entwickeln können. Und hoffe, dass das Ganze positiv für uns ausgeht in Zukunft, dass wir gute Inhalte entwickeln, gute Ideen entwickeln, mit denen wir anderen Parteien zeigen, dass wir Piraten definitiv Potenzial für eine gesellschaftliche Veränderung auch haben. 30. Wollt ihr noch ein paar Worte zu dem sagen, was genau ihr im nächsten Jahr im Landesverband vorhabt, was ihr vielleicht anders machen wollt, was gut lief und was entsprechend so weiterlaufen darf oder kann? Also über den alten Vorstand kann ich mir jetzt keine Urteile erlauben. Ich habe jetzt zwar meine Beauftragung damit geholfen, bestimmte Arbeiten zu schaffen, aber was dieses Jahr natürlich sehr, sehr wichtig ist, wir haben jetzt seit ein paar Monaten die Aufgabe, ein neues Bundesverwaltungssystem einzuführen. Das ist eine rein technische Geschichte. Da sind noch einige entsprechende dicke Bretter zu bohren, um, sage ich mal, auch deutschlandweit einen einheitlichen Standard in der Mitgliederverwaltung zu bekommen. Ist jetzt was sehr Technisches, muss aber auch gemacht werden, weil wenn man nicht weiß, wer seine Mitglieder sind, ist das immer ein bisschen blöd. Das ist die eine Sache. Und das zweite ist natürlich auch das Engagement der Piraten untereinander auch etwas zu stärken und sie zu bestärken, gerade in diesem Jahr richtig zu rocken bei den anstehenden Wahlen und so auch ein bisschen integrativ tätig zu sein, weil die Entfernung, gerade die Entfernung zwischen Nord- und Südhessen, ist schon relativ weit zu fahren und dann kann ein Generalsekretär des Landes Hessen schon einiges vermitteln, glaube ich, das funktioniert. Ja, zum anderen natürlich haben wir jetzt mit dem Vorstand, mit den 5 Leuten, wie wir jetzt hier sind, vor dem Hintergrund der anstehenden Wahlen ganz klar nicht die Möglichkeiten, das hier alleine zu machen, sondern wir sind ganz klar auch auf die Basis angewiesen und auch das Votum, keine Beisitzer dazu zu wählen, spricht auch ganz klar dafür, dass wir mit Beauftragung stärker in die Zukunft gehen werden. Also wir werden sämtliche Aufgaben versuchen dann auch zu bewerben, neutral auch auszuschreiben, sodass dann die Basis oder interessierte Mitglieder sich die Aufgaben dann annehmen können und dann eben auch voranbringen. Ja. Ja, zur Arbeit des politischen Geschäftsführers kann ich vielleicht noch sagen, da ich ja selbst Mandatsträger bin und die Probleme innerhalb der Parlamente kennengelernt habe, die es dort gibt, ist ein großes Ziel von mir, dass wir unsere Mandatsträger in Hessen vernetzen, dass wir schlagkräftiger werden, dass wir Doppelstrukturen und doppelte Arbeit vermeiden. Wir haben ja ein paar Kernanliegen, wie zum Beispiel die Informationsfreiheitssatzung, was ja jetzt auch in Waldeck-Frankenberg demnächst kommen wird. Genauso wie das zum Beispiel die Übertragung der Parlamentsarbeit, die dort passiert, dass wir das streamen, ja, das sind große Anliegen und dass wir das halt auch überall umsetzen in ganz Hessen und versuchen dort halt wirklich schlagkräftig voranzukommen. Ein weiterer Punkt, den ich schon genannt habe, war die Vernetzung unserer inhaltlichen AGs und halt auch die Möglichkeit, dass wir Mitgliedern, die neu in die Partei kommen, eben auch ein bisschen ein Wegweiser sind, wo sie mitarbeiten können, wo sie sich inhaltlich einbringen können,
weil letztlich lebt diese Partei davon, dass unsere Mitglieder Inhalte entwickeln. Wir als Vorstand, ich denke, da spreche ich auch für alle, sind eigentlich auch nur verwaltend tätig, wirklich Räume zu schaffen, wo Mitglieder mitmachen können. Ja, als Mitmachpartei, glaube ich, oberstes Gebot. Und was ich auch noch so ein bisschen in meinem Bereich sehe, ist so ein bisschen das Content-Marketing, das heißt die Inhalte, die unsere Mitglieder entwickeln, an die Presse zu bringen. Das will ich nicht selbst machen, sondern ich will die Leute, die Ahnung haben, wir haben ja unser Motto getreue Themen statt Köpfe, nicht die Intention, uns da als Vorstand selbst zu präsentieren, sondern die Leute mit Fachkenntnis in den Mittelpunkt zu rücken, damit wir gesellschaftlich neue Lösungen entwickeln und das eben auch einfach und niedrigschwellig den Leuten mitzugeben. Ja, gut, dann sage ich noch ein bisschen was zu den Aufgaben, die auf mich zukommen werden im nächsten Jahr. Wir haben natürlich große finanzielle Herausforderungen. Wir haben im nächsten Jahr 2 Wahlen anstehen, im übernächsten Jahr dann die Europawahl. Das wird natürlich ein großer Kraftakt für uns werden. Wir werden nach dem Votum des Landesparteitags, des letzten in Gernsheim, eine Landesgeschäftsstelle suchen. Wir haben ja momentan bisher das nur virtuell alles gehandhabt. Zukünftig werden wir das als physikalische Geschäftsstelle machen. Das ist natürlich auch wiederum eine große finanzielle Herausforderung für uns als kleine Partei. Und da denke ich, wird sehr viel Arbeit auf uns alle zukommen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass wenn, wie schon gesagt, die nächsten, ja, 12 bis 14 Monate wirklich viel, viel Arbeit auf uns zukommt. Das sind die 2 Wahlen, die anstehen. Aber ich kann halt eins auf jeden Fall versprechen, die Wahlen von uns und der Wahlkampf wird richtig gigantisch. Eine Frage, die ich schon mal immer von der laufenden Kamera stellen wollte. Lothar, wie schaffst du es, dass wir in Hessen so eine bombastisch geniale Bezahlerquote haben bei den Mitgliedern? Das schaffe im Wesentlichen nicht ich, das schaffen die Mitglieder. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass bei uns schon seit etlichen Jahren aktiv die Mitglieder angeschrieben werden, wer was wie viel zu bezahlen hat. Aber im Wesentlichen ist natürlich, die Mitglieder müssen die Beiträge zahlen. Bei uns zahlen die Mitglieder die Beiträge und dafür bin ich wirklich sehr dankbar. Eine Frage, gibt es von den Pressevertretern schon Fragen, die Sie gerne stellen möchten, oder sollen wir die noch ein wenig weiterleiten lassen? Ich würde das Stichwort gigantischer Wahlkampf gern aufgreifen. Kann man da schon was sagen, auf welche hessenspezifischen Themen der setzen soll? Also jetzt über die sozusagen Standard-Piratenthemen hinaus, wie sich das in Hessen stark äußern wird speziell oder welche Aktionen so grob es geben soll. Ein bisschen auch Themen statt Köpfe viel gerade schon, aber spätestens zum Landtagswahlkampf braucht man ja dann Köpfe, also man muss ja dann wissen, wen wählt man dann ins Parlament, wann das passiert und wie da der Widerspruch zwischen Themen und Köpfen oder zwischen Mitmachpartei und der notwendigen Personalisierung geschehen soll. Also zu den Themen kann ich Ihnen Folgendes sagen, wir haben unsere Kernthemen, das sind Transparenz, Mitbestimmung, ja, und Freiheit, die werden wir natürlich auch hier, denke ich, wieder in den Vordergrund stellen, das macht unsere Partei aus, unsere Inhalte, also beziehungsweise unsere Mitglieder werden mit Sicherheit auch noch einige andere Inhalte entwickeln. Wir haben den AK Bildung, der sehr, sehr aktiv ist und viel macht. Es gibt einen AK Asyl und es gibt sowohl einen AK Landratten, der sich auch so ein bisschen um den ländlichen Raum kümmert. Habe ich jetzt gerade einen AK vergessen? Der AK Soziales natürlich, der noch da ist, der auch sehr, sehr aktiv ist und viele gute Programmideen entwickelt. Und die werden, denke ich, auf dem kommenden Landesparteitag in Butzbach, der ein inhaltlicher Parteitag ist, werden auch viele der Anträge beschlossen. Und ich gehe davon aus, damit werden wir dann auch in den Wahlkampf gehen. Und das wird eine Sache, wie gesagt, der Basis sein. Sie muss entscheiden, mit welchen Themen sie voranschreiten will. Die Entwicklung findet statt und wie gesagt, im Kern, denke ich, werden unsere Themen natürlich Transparenz, Freiheit und Mitbestimmung sein. Ich weiß auch, dass die AK Wirtschaft noch was machen wird. Also wir werden uns auch wirtschaftlich aufstellen, dass wir da inhaltliche Punkte da aufsetzen können in Butzbach und dass uns nicht vorgeworfen werden kann, dass wir über Wirtschaft keine Ahnung haben.
Die Aussage bezüglich dem Stadtköpfe ist bezüglich der Aufstellungsversammlung halt dahingehend nochmal eine Sache, dass wir schon versuchen, also so war mein Verständnis bisher, dass wir die Mandatsträger auch als Scharnier sehen zwischen der Bevölkerung und eben dem Parlament und dass die eben nicht zwingend also es wird garantiert kein Expertengremium werden. Von daher, das werden Menschen sein, die die Basis für geeignet hält oder auch dann die Leute, die auf der Aufstellungsversammlung sind. Und da wird vielleicht für das eine oder andere Thema unter Umständen auch Expertise vorteilhaft sein, aber es wird garantiert nicht so sein, dass man sagt, so wir setzen jetzt auf jeden Fall jemand mit dem Thema Wirtschaft hin und also es wird nichts ausgeklüngelt oder sowas, sondern das ist auch dann eine offene Sache. Und die, ich weiß nicht, hast du zu den Terminen was gesagt, wann das sein soll? Aufstellungsversammlung? Nee, oder? Okay, also die Aufstellungsversammlungen sollten jedenfalls nach zwei Beschlüssen vom letzten Landesparteitag im Februar und im Januar des folgenden Jahres sein, wobei wir allerdings auch jetzt Anträge haben, die wahrscheinlich, wenn sie nicht heute besprochen werden, dann spätestens in Butzbach nochmal zur Sprache kommen, ob man das vielleicht noch in das erste Quartal bringen. Aber das hängt so ein bisschen von heute ab, wie das läuft. Wann ist Butzbach? Im Dezember war das, Anfang Dezember. Genau, das wurde beim letzten Landesparteitag ein weiterer Landesparteitag gewünscht, ein außerplanmäßiger, um nochmal die programmatischen Punkte weiter voranzubringen, weil da gibt es eine ganze Reihe Ideen und Anträge, die einfach in Anbetracht der Zeit nicht so abgearbeitet werden konnten, weil da auch Diskussionsbedarf war und von daher steht der noch im Raum. Es ist ja auch so, dass wir im letzten Jahr mitgliedermäßig ziemlich gewachsen sind und die ganzen neuen Ideen, die kann man natürlich dann, haben wir gemerkt, nicht in einem programmatischen Parteitag verarbeiten, sondern da braucht man schon mal zwei. Und deswegen machen wir Butzbach, weil da dann natürlich auch wieder Zeit ist, diese neuen Ideen, gerade jetzt vor den anstehenden Wahlen, auf Gleis zu setzen. Ja, das sind sehr, sehr tolle Sachen dabei und wir versprechen uns recht viel von diesem programmatischen Parteitag. Ihr seht euch ja so ein bisschen als Scharnier zwischen dem Volk oder dem Wähler und den Medien und der Basis. Wie wollt ihr denn aber dem Wähler und auch den Medien vermitteln, dass ihr nur das Scharnier seid und nicht, wie es bisher war, irgendwie so eine Leuchtturmpolitik gemacht wurde, dass ihr dann auch nicht eure, gegebenenfalls sogar eure eigene Meinung nicht vertretet, sondern eben nur dieses Scharnier darstellt? Ich vermute, dass sich das schwierig gestaltet. Habt ihr da irgendwelche Ansätze? Die Frage gilt jetzt direkt an den Vorstand oder an die Partei. Okay. Soll ich das sagen? Ja gut, das eine ist, indem wir es leben, ja, indem wir eben genau wie ich vorhin gesagt hatte, Aufgaben, also jetzt mal innerparteilich gesehen, nach außen delegieren und somit auch ganz klar eben nicht jetzt hier so eine Leuchtturmfunktion sind, die jetzt hier gemäß der etablierten Parteien fungiert und alles irgendwie vorgibt mit Leitanträgen und weiß der Geil was. Wir haben Projekte laufen, auch schon aktiv umgesetzt, wie das sogenannte Bürgerportal. Das gibt es in Frankenberg, da kann der Sascha Brandhoff was sagen, oder auch in Wiesbaden, da kann dann Christoph Zerbe noch was zu sagen, wo ganz offiziell auch die Bevölkerung Ideen und Anträge auch einreichen kann, um eben dann in die Parlamente reingetragen zu werden. Wie das nachher dann, weil das ja über die Kommunalpolitiker läuft, da haben wir jetzt als Partei vielleicht nicht so direkt dann den Einfluss, sondern das läuft dann eben eher auf sagen wir, klassischer politischer Ebene. Aber wir haben natürlich auch die Möglichkeit, dass Menschen, die nicht Parteimitglied sind, sondern sogenannte Freibeuter oder einfach auch als Gäste,
sich einbringen können. Also wir, um bei uns mitmachen zu können, muss man nicht Mitglied sein. Ja, jeder kann, das haben wir auch beim AK Bildung zum Beispiel gehabt, jeder kann mitmachen bei unseren Arbeitskreisen und Gruppen und muss nicht erstmal eine Aufnahme Antrag stellen. Ja. Und von daher leben wir das schon praktisch. Das nächste, was natürlich dann spannend wird, ist, wie wir das, sollten wir das Vertrauen der Bevölkerung bekommen und die Bevölkerung der Meinung sein, dass die Themen, für die wir stehen und die Ziele wichtig sein, dann würden dann die nächsten parlamentarischen Ebenen dann entsprechend auch arbeiten müssen und das muss dann auch gemeinsam geklärt werden. Aber ich gebe mal weiter, weil da die erfahrenen Leute dann noch sitzen. Also grundsätzlich ist bei den Piraten, wie vorhin schon gesagt wurde, da steht für Themen statt Köpfe immer an vorderster Stelle. Und auch dieser Vorstand hat sich diesem voll verschrieben, weil also ist es natürlich ein bisschen schwierig, weil die politische Landschaft in den letzten Jahrzehnten ist halt anders geprägt. Man kennt die großen Parteien, die werden, wie er das sagte, leuchtturmartig betrieben. Wir wollen das halt, ja, wie Glühwürmchen. Wir wollen es halt von unten nach oben leuchten lassen, nicht von oben nach unten. Und wir reden mit den Bürgern, mit dem politischen Gegner. Wir versuchen uns da verständlich zu machen, was wir dann wollen, weil das ist eines unserer Prinzipien und daran wird auch nicht gerüttelt. Und da einhergehend ist natürlich auch der Kontakt mit dem Bürger wesentlich wichtiger geworden, also jetzt in der politischen Arbeit durch dieses Portal, was wir in Wiesbaden gemacht haben, wurde, also wo die Bürgeranträge direkt unproblematisch über sie einfach eingestellt werden können, ja, und sich dann ein kleines Gremium darum kümmert, passt das in die Landschaft, in die politische der Piraten und stellen wir das dann direkt so, wie es der Bürger eingekippt hat, in der Stadtverordnetenversammlung, ja, das ist so diese direkte Demokratie, also dieser Schritt in Richtung direkte Demokratie, der ist uns sehr, sehr wichtig, ja, ob das funktioniert, das muss dann der Wähler entscheiden, also wenn er sich dann auch engagieren möchte oder auch dann die Freibeuter, die wir zahlreich haben, da merkt man aber, dass es eigentlich funktioniert. Das ist eine ganz spannende Sache. Da gibt's, also ich sag gleich noch was zum Bürgerportal im Waldeck-Frankenberg, vielleicht auch für die heimische Presse, aber ein Beispiel hat unser Vorsitzender gerade vergessen, was ich auch ganz, ganz großartig eigentlich finde, was in Hessen auch gute Tradition ist. Immer wenn Anfragen bei uns in der Partei eingehen an den Vorstand, dass da mal jemand kommen möchte, dann wird es in der Regel so gehandhabt, dass diese Anfrage auf unsere Mailingliste geht und wir dort Piraten sagen, hey, du, derjenige, der Ahnung hat, möchtest du vielleicht zu dieser Veranstaltung gehen, weil du eben Spezialist aus diesem Thema bist und etwas dazu sagen. Es hat also wirklich auch, da setzen wir auch schon jemanden hin, der wirklich das Thema bearbeiten kann, statt irgendeinen von unseren Köpfen. Ja, gutes Beispiel war da, glaube ich, letztens die Veranstaltung mit der FDP, ja, zum Thema Urheberrecht, wo unser Herr Hofgart auch war und die FDP halt über das Thema Urheberrecht ein bisschen aufgeklärt hat. Also da sieht man das halt auch dementsprechend. Zum Bürgerportal Waldeck-Frankenberg noch kurz. Da können vielleicht auch gerade die heimischen Pressevertreter mal gucken. Da gibt es gute Ideen von Bürgern, wie wir diesen Landkreis optimieren können. Und da sieht man halt wirklich, dass Menschen Politik mitgestalten wollen. Sie wollen das vielleicht nicht dauerhaft tun, sondern nur mit ihren Ideen erstmal ein Tor öffnen, ja, und gucken, wie kommt es überhaupt an und dann vielleicht etwas umgesetzt sehen. Aber eben, weil sie Thema bzw. Fachmann auf einem Gebiet sind. Und da sind wirklich tolle Sachen drin. Von Energiegewinnung sind derzeit, glaube ich, 8 Anträge, die wir da drin haben, beziehungsweise Ideen. Und da kann ich nur empfehlen zu gucken, wir werden, also ich als Kreistagsabgeordneter noch, werde dann auch demnächst anfangen, das im Prinzip im Waldeck-Frankenberg einzubringen. Gut, wenn es dann keine weiteren Fragen gibt, bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche noch eine angenehme weitere Teilnahme an unserem Landesparteitag hier. Danke.